Die Vorkommnisse im Golf von Mexiko zeigen, dass die konventionelle Energiegewinnung, und das ist ja nichts anderes, wenn ich nach Erdöl fördere, mit hohen Risiken verbunden ist. Vor allem im Tiefseebereich. Es wurden Sicherheitsaspekte vernachlässigt. Die Sicherheitsventile hätten mehrere hunderttausend Dollar gekostet. Und das wirft die Frage auf, wie sicher ist denn tatsächlich die konventionelle Energiegewinnung? Und das Beispiel belegt, es sind unkalkulierbare Restrisiken da. Und das stellt ganz klar die Frage, die Anzahl der Erdölfunde nimmt ab, die Investitionskosten steigen. Und hier kommen wir zu dem Punkt, ab welchem Zeitpunkt, Zeitraum macht es nicht mehr Sinn, erneuerbare Energien in den Mittelpunkt der langfristigen Energiegewinnung, des langfristigen Energiemixes zu stellen. Weil die Gefährdungspotenziale bei der Herstellung windgetriebenen Stroms, solarzellenbasierten Stroms, solarthermischen Stroms, Bioenergiestroms, hier sind die Chancen-Risiken-Verhältnisse wesentlich günstiger und es handelt sich um nachhaltige Energiequellen. Sie sagen das ja als Aktienanalyst, der das anhand von Zahlen und Entwicklungen beurteilt, nicht als Umweltschützer. Was kann man denn jetzt als Geldanleger daraus ersehen? Ja, das Interessante ist doch daran, Geld verdienen und Umwelt kann sich einschließen, es muss sich nicht ausschließen. Und vor diesem Hintergrund sehen wir als Kainburg AG eine ganze Reihe Unternehmen, die sich hier günstig positionieren. Als Energietechnologielieferanten, ich denke hier im Kraft-Wärme-Kopplungsbereich, Blockheizkraftwerksbereich, Biomassebereich, die AGU AG aus Kulmbach mit einer fundamental analytisch attraktiven Bewertung im Segment einer regelrechten Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Biogasanlage, durchaus die KTG Agrar, die darüber hinaus neben der konventionellen Getreideproduktion ökologischer Großgetreideproduzent und Hülsenfruchtproduzent ist und auf eigenen Flächen produziert und darüber hinaus Zwischenfrüchte nutzt, die nicht im Wettbewerb stehen, Ernährung und Energieproduktion aus Biomasse. Wir sehen darüber hinaus im Bereich der Windprojektierung Unternehmen wie PNE Wind, aber durchaus auch Unternehmen im Bereich der Windtechnologie gut aufgestellt als Technologieproduzenten. Mit zunehmendem Auslaufen der Finanzklemme werden Unternehmen wie Vestas, aber auch die spanische Gamesa vom langfristigen Trend wieder profitieren. Im Bereich der Solarzellproduktion, da sind sicherlich die Kapitalbindungen sehr hoch. Da sollte man sich durchaus eher die Solarprojektierungsseite anschauen. Der zunehmende Produktionsanstieg an sehr guten Modulen, sehr guten Zellen, ja, wird die Durchdringung mit Solarkraft fördern. Ilmar Platz von der Kainburg AG, herzlichen Dank. Gerne geschehen.